Da hat sie natürlich nicht ganz Unrecht. Und was wir ja noch dürfen, wäre ja beispielsweise das Fahrradfahren. Gerade jetzt über die Feiertage. Das Fahrradfahren boomt wie nie bei dem schönen Wetter. Und innerhalb der Familie darf man ja noch. Thorsten Zöller, guten Morgen. Absoluter Fahrradprofi. Dürfen denn die Fahrradläden überhaupt offen haben? Weil es ist ja gefragt. Wir haben Glück. Der Berliner Senat hat entschieden, dass wir auf die Liste dieser systemrelevanten Versorgungsdienstleister gehören. Das wäre wünschenswert, wenn das bundesweit so wäre. Da könnten wir mal das Berliner Modell übernehmen. Die anderen Läden haben alle geschlossen in Deutschland. Also Fahrradhandel ist nicht erlaubt, in Berlin schon. Und es gibt so viele Personen, denen das Rad mal schnell abhanden gekommen ist, die ganz schnell mal für Ersatz schaffen möchten. Und es gibt auch viele Leute, die haben eine Reparatur, die nicht mehr lohnenswert ist, die dann schnell mal ein preisgünstiges Fahrrad sich holen und sagen, ich möchte wieder mobil sein ohne öffentliche Verkehrsmittel. Wäre also ganz wünschenswert eigentlich. Eben, ich glaube, es gibt sogar viele Neueinsteiger aktuell, weil man irgendwie ja überhaupt, Sport ist gerade wieder sehr in. Bastian Schweinsteiger unterstützt das sogar mit Pride and Passion. Hallo zusammen, ich hoffe natürlich sehr, dass es euch allen gut geht. Trotz der aktuellen Situation, wie ihr wisst, Fahrradfahren und E-Bike-Fahren hält fit und stärkt das Immunsystem. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald, euer Basti. Wow, hat er dir geschickt? Ja, er ist Markenbotschafter und sagt, Fahrradfahren ist super. Leistungssportler wissen natürlich, dass Bewegung auch nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf gut ist. Also insofern, Fahrradfahren ist schon 1,50 Meter Abstand halten. Also wirklich versuchen sozusagen, man sieht viele Leute, die heute ein bisschen mehr Abstand halten beim Fahrradfahren, wundert sich, warum die so weit voneinander entfernt fahren. Das ist gewollt. Ja, auch da gelten natürlich die 1,50 Meter. Klar. Liebe Grüße an Familie Schweinsteiger. Und wir widmen uns jetzt den E-Bikes. Weil Fahrradfahren ist natürlich super, aber wenn man dann doch mal längere Strecken zurücklegen möchte, dann unterstützt einen so ein E-Bike schon sehr. Bei einem Discounter gibt es gerade eins für 999 Euro ab heute. Ja. Du hast dir das schon mal angeschaut. Ist das dann trotzdem qualitativ hochwertig? Das ist schon okay. Also man wird natürlich die Markenqualität jetzt vermissen, die man vielleicht von anderen Rädern gewohnt ist. Mhm. Aber die Reichweite ist ein bisschen eingeschränkt. Wenn wir von Reichweite sprechen, wie weit ist das überhaupt? Also dieses Rad hat, also unsere Fahrräder sind bis 625 Wattstunden haben, die damit 150 bis 180 Kilometer Reichweite. Ja. Da ist es dann schon bei 140 zu Ende bis zu. Und wir wissen ja, was bis zu heißt bei einem Akku. Wenn ich dann mal ein bisschen mehr Gas gebe, ist schon auch bei 60, 80 mal Schluss. Und die Verarbeitungsqualität kann natürlich jetzt ein Discounter auf dem Level nicht halten, wie es ein normaler Fahrradhersteller, der es über einen Fachhandelvertrieb macht. Diese Dinge sind ja ein bisschen serviceintensiv. Man sollte also ab und zu mal ein Software-Update machen und bringt natürlich auch so ein Fahrrad dann mal zu seinem Händler, um vielleicht die Bremsen oder irgendwelche Dinge checken zu lassen. Das würde sich in einem Fahrradfachhandel einfacher gestalten als beim Discounter. Dann haben wir doch den Profi jetzt direkt hier. Thorsten, welches würdest du uns denn empfehlen? Was ist denn ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei einem E-Bike? Also ich denke, nicht zu viel Schnickschnack, eigentlich reduziert auf das Notwendige. Eine gute Nabenschaltung, die ganz pflegeleicht ist, ein standfester Akku, der ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, dass der Motor hält, davon gehe ich einfach mal aus, ist ein Elektromotor, das ist ja keine große Kunst. Klar, die Leistungs-, dieses Drehmoment, was der Motor bringt, das ist bei vielen Herstellern unterschiedlich. Und wenn man da eine Marke nimmt, wird man bestimmt gut bedient sein. Die Zuverlässigkeit, die ist halt bei so einem E-Bike ganz, ganz wichtig. Ja, absolut. Und da ist eben halt sehr schön, wenn man ein Display hat, wo man sieht, wie viel Reichweite man drin hat und dass das auch wirklich dann funktioniert, wenn ich es benutzen möchte, dass diese Komponenten, die dran sind, aus der gehobenen Kategorie sind. Wie lade ich denn so einen Akku auf? Ist das, du steckst leicht? Es einfach wieder in dem iPhone auch auflädst. Also steckst du in die Steckdose an, steckst da an und dann hast du nach 3-4 Stunden wieder eine volle Akku-Power. Welches wäre jetzt noch so eins, was du empfehlen würdest? Wir hatten hier vorhin auch dieses schicke Rote. Das ist schon, das sieht ein gutes schon toll Teil aus. Ja, ja, klar. Und das ist in dem Moment auch vom Einstieg her sehr angenehm. Da ist eine Schaltung drin, eine 8-Gang-Nabenschaltung, die man in der Bandbreite von 1 bis 8 perfekt auch in den Bergen mal benutzen kann. Das hat eine Federgabel drin und ist auch mit einer LED-Lichtanlage. Alles so, wie die STVZO das vorschreibt. Und es macht natürlich schon Spaß, so zu fahren. Ist ständig Rückenwind. Du bist also begeistert. Aber für 999 Euro kriege ich das natürlich nicht. Nein, wenn ein Markenhersteller sowas baut, gehen die so ab 1999 los und haben aber dann auch schon den Stand der Technik, den wir erwarten. Das klingt gar nicht so schlecht. Zubehör. Wir haben vorhin über sehr schönes Zubehör gesprochen. Ich habe es hier irgendwo eben schon gesehen. War es nicht sogar das hier? Da ist eine Lampe dran. Schau mal hier. Hier ist doch auch so ein Gerät. Ja, genau. Da kannst du auch diese Flasche, die könntest du jetzt hier abmachen. Was ist das? Dieses Klicksystem.
MonkeyLink heißt das, und das ist ein System, wo die Komponenten sich ganz einfach mit dem Fahrrad verbinden lassen. Die führenden Hersteller bauen diese MonkeyLink-Adapter an und man kann dann jederzeit, du drehst die Flasche zur Seite und hast sie wieder in der Hand. Genau. Ach Mensch, ja, das klappt ja auch, gut. Das geht auch mit Lampen, das geht auch mit anderen Komponenten und sie werden, die Energieversorgung beim E-Bike kommt dann direkt aus dem Akku. Du musst dann also dich nicht mehr um Aufladen kümmern, sondern es wird direkt gespeist aus dem Fahrakku. Ich muss dann nur dran denken, das auch alles mitzunehmen, weil in Berlin wären dann diese Gerätschaften, diese kleinen Gimmicks, wären dann auch sehr, sehr schnell weg. Ich sehe hier vorne schon ein Riesenschloss liegen. Schlösser sind immer ein Thema, vor allem in der Stadt. Das hatte ein Gewicht, da kann man mal kommen. Ja, das muss schon, für Berlin braucht man natürlich sehr sichere Schlösser. Es ist in dem Moment innovativ, da es über eine App zu öffnen geht. Also brauchst es Keyless. Hier hast du eins, das hat einen Alarm mit drin, damit man, wenn man es vielleicht irgendwo abstellt, wo es dann doch ein bisschen unbeobachtet steht, da wenn ein Glied rangeht, schon mal einen Schreck, wenn das richtig laut, losgeht. Ja, 100 Dezibel, das macht richtig Krach. Ja. Ja. Und Chris, nur für dich. Immer aufsetzen. Da bin ich zu Thorsten und gesagt, immer diese Fahrradhelme, die sind wirklich, nein, da hat er mir ein ganz besonders schickes Exemplar mitgebracht. Das ist total windschnittig, sagte er hier mir. Hier stehen alle Helme, Alina. Das ist doch optimal. Also es ist doch gar kein Problem, wenn ich so unterwegs bin. Christian, stell dir vor, ich fahre da so ganz sportlich, ich krieg's nicht mal zu. Ich fahre da so sportlich mit meinem E-Bike an dir vorbei. Da würdest du schon denken. Ich würde mindestens hupen. Wow, Wattengerät, du. Wattengerät. Das Fenster runterlassen und dann einmal hupen. Ja, ich fühle mich direkt 30 Jahre älter, muss ich sagen. Also, dass du das nur für mich gemacht hast, ist wirklich herzallerliebst. Ein bisschen für Lukas. Du siehst super aus. So, und dieser Internet-Trend, der ist aktuell sehr, sehr heiß. Na, sage mal. Der fühlt sich hier wie zu Hause, das kann ich Ihnen sagen. Ja, sie ist hier doch wie auch, zu Hause. Nur noch am Meckern, am Futtern. Muss mal Steffi schreiben. 9.36 Uhr. Aber zum Glück ist ja Lukas wieder da. Darüber bin ich sehr froh. Genau. Unser Stern ist wieder im Studio aufgegangen. Halleluja. Es geht, oder? Heute wirst du gepampert. Morgen ist vorbei. Aber du hast wieder schöne Aktionen dabei. Es geht um Outdoor-Sex. Ich sag's einfach so, weil wir sitzen alle zu Hause und ein Gesundheitsportal, Savamed, hat jetzt gefragt, wo hätten Sie denn eigentlich gerne jetzt Sex außerhalb der eigenen vier Wände? Wo es halt eigentlich nicht mehr geht. Platz 10. Arbeitsplatz. Arbeitsplatz, ja, würde mir jetzt... Nicht schon wieder, also hier oder? Muss jetzt... Das muss reichen. Nee. Balkon, das zählt scheinbar auch. Da darf man, also dürfte man doch eigentlich, oder? Ja, eben, ja. Balkon ist doch auch Wohnung. Schön ein bisschen winken dabei, ein bisschen klatschen. Eigentum. Ne? Pool. Kann man ja auch nach 22 Uhr machen. Kann man auch. Also Pool. Im Pool, da wäre ich dabei. Wer einen hat, kein Problem. Aber darfst du ja, kommst ja nicht rein gerade, oder? Es gibt tatsächlich Menschen, die immer noch einen Pool haben. Das ist ganz schön fies. Und? Ja, die haben alle zu, die Läden gerade. Da ekel ich mich ein bisschen. Ja? Ja, irgendwie da auch in so einer, wäre da alles schon so. 2%. Oder gilt Umkleide auch bei uns hier oben? Ich weiß es nicht. Okay. Uni ist besonders dann interessant, wenn du nicht studierst. Was haben wir hier? Kino. Kino? Kino, ja, aber das ist ja auch dicht gerade. Aber eher so ein bisschen fummeln nur, oder? Ja, also da jetzt richtig. Da gehst du nicht hin, ja. Toilette wäre ich komplett machen. Raus. Toilette bin ich auch eigentlich. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss eigentlich. Es gibt Zustände in den Garten, also man weiß aber nur nicht. Ist ja. Lukas, es ist also so im gut, Moment dass du wieder da bist. Kann ich es mir nicht Komm, vorstellen. Die schenke ich dir. Das ist Strand und Meer, ich glaube, Gott, das würden da wir alle gerne. Rot. Ja. Das würden wir alle, glaube ich, gerade tun. Auto, oh, das finde ich immer, das ist immer so, die Vorstellung ist immer viel besser als die Tatsache. Stimmt. Weil du hast immer diese Mittelkonsole und dann ist das eng und... Ja, und man doch, weiß auch nicht, wer auf wem, weil beides ist blöd. Aber es ja, muss doch eigentlich gerade erlaubt sein. Also im Auto kann mir doch keiner was haben. Das stimmt. Ja, aber du musst ja die Türen dann wahrscheinlich auch aufmachen und so. Du bist ja, bei deinen Beinen, ja. Ja, nicht nur bei den Beinen. Und geht vor allem dann auch nur mit dem eigenen Partner, weil anderthalb Meter Mindestabstand bleibt und im Auto darf man ja dann so. Ja. Park und Wald. Ja, jetzt weiß ich auch, warum die Menschen draußen nur noch zu zweit rumlaufen dürfen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das müsste doch auch noch gehen. Du ich stelle mir jetzt wirklich ganz pragmatische Fragen. Ja? Also ich habe tatsächlich es im Wald, also da ist es mir noch nicht passiert. Und wenn ich jetzt im Wald, dann ziehe ich jetzt alles aus, muss dann der Mann sich, achso, der lässt dann sozusagen nur runter, aber die Frau kann auch nur runter, aber dann könnte ich ja die Beine nicht, das heißt, ich müsste auch ein Hosenbein ausziehen. Ich glaube, dann würde ich die Schuhe wieder anziehen, weil ich kann ja schlecht auf dem Waldboden das... piekst, ja? Ich könnte es dir jetzt erklären. Ihr könnt es auch hier, ihr könnt es gerne so trocken einmal vor mir. Ich glaube eh, dass Alina gerade für die eine oder andere Schlagzeile aber gesorgt das ist auch hat. Geil. Wir reden hier über Sex, Stefan, und du bist nur mit deinen Blumen beschäftigt. Der steht da und dreht Stefan die Blumen. Ja, jetzt tu mal nicht so. Der ist nur am Blumendrehen, Eier verstecken.
Hauptsache, also. Hauptsache, du hast die Kamera im Griff, du, mit deinen Blumen da im Vordergrund. Ich vermute, unser Sextalk war nicht ganz so spannend, sonst hätte Stefan sich mehr mit uns beschäftigt. Viel Spaß beim Osterwochenende. Dankeschön, Lukas. Lukas, es ist eine Bereicherung, dass du wieder da bist. Alina erzählt mir sowas sonst nie. 9:39 Stefan. Auch andere Leute machen sinnvolle Dinge, wie beispielsweise Sex draußen. 35 Millionen Dollar, und das ist noch viel sinnvoller. So viel hat ein Superstar jetzt an Spenden. Hier in Sat.1. Da muss man einfach einschalten. Lukas, bevor wir gleich zu dir kommen, wollen wir einmal kurz unsere Gäste verabschieden. Thorsten Zöller war heute Morgen bei uns, hat uns ganz viel über Elektrofahrräder beigebracht. In der aktuellen Zeit sind Fahrräder wieder sehr in. Vielen Dank dir. Und du hast offen. Sehr gerne. Ja. Aber unsere Couch ist selbstverständlich voll. Und bevor wir den Rest unserer Gäste verabschieden, wir machen das Frühstücksfernsehen noch ein wenig länger. Simone Panteleit sitzt schon bereit, und das sind gleich ihre Themen. Statt Promis unter Palmen, Promi-Dame zurück im Corona-Alltag. Ja, Wahnsinn. TV-Star Eva Benetatou öffnet uns exklusiv ihre Tür und gibt ganz private Einblicke in ihre Promi-Corona-Probleme. Außerdem Widerstand gegen die Virusregeln. Brillengeschäfte offen, Friseure geschlossen. Irgendwann weißt du wirklich nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ne? Auch Uwe Scheibelhubers Spielzeugladen bleibt dicht. Warum dürfen aber Drogerien weiter Spielsachen verkaufen? Der Aufstand gegen die Anti-Corona-Regeln. Jetzt im Frühstücksfernsehen Spezial. Simone, da freuen wir uns sehr drauf. Natürlich mit dir. Amira Tröger bleibt noch da. Sebastian Fenske bleibt ebenfalls noch da. Die Promis und die Fakten, also alles am Start. Vorher wollen wir uns noch bedanken bei Ina und Dennis Aogo. Schön, dass ihr heute Morgen so offen und ehrlich mit uns über euer neues Familienglück gesprochen habt. Eine Tochter habt ihr schon und das zweite Kind ist auf dem Weg. Und das dritte ja sozusagen auch, denn der Podcast, der ist jetzt am Start von den beiden. Unbedingt reinklicken. Ja. Danke, dass ihr da wart. Danke euch. Daniel Engelbart, über unsere Reisen haben wir heute viel gelernt. Was geht noch, was geht nicht? Sich unbedingt damit beschäftigen. Definitiv. Daniel, danke dir. Gerne. Und Alexandra Körber, unsere neue Nachrichtensprecherin, ist auch noch da. Körber. Mensch, haben das doch die ganze Zeit geübt. Es ist wirklich, aber wir müssen ja schnell zu Lukas, weil der darf heute noch mal singen. Ein Lied für das Traumpaar dieser Sendung. Er ist sehr erfolgreich und sie noch viel mehr. Er ist attraktiv und sie noch mehr.